Willkommen zurück nach dem Khadga. Und jetzt holen wir uns erstmal natürlich hier noch Topas, ja, okay. Holen wir uns natürlich erstmal noch vorher das Quarz, bevor wir den Wolf uns angucken, ob das wirklich dahinter ist, wo ich jetzt vermute, dass da ist. Den Quarz können wir immer gebrauchen. So. Och man, jetzt lass mich doch mal. So. Aluminium Orberry Bush. Nehmen wir mit. Okay, hier ist einfach nichts dahinter. Von wo könnte der... der Mob denn dann gekommen sein? Ah. Scheint, als ob der irgendwie über uns oder unter uns wäre. Aber unter uns ist ja eigentlich gar nichts mehr. Ne. Hm. Ich habe ihn gehört. Ich habe auch ein bisschen Angst gekriegt, aber ich sehe ihn nicht, ne? Was soll ich da machen? Woran hat sie gelesen? Redstone. Oh, schon wieder kein Platz im Inventar. Schon wieder kein Platz im Inventar. Inventar ist voll. Du krempelst mich voll mit Müll. Das klingt so bedrohlich, aber von wo kommt der? Da! Ich hab dich. Komm her! Das war's. Weg mit dir. Ah, eine Urne. Mit ein bisschen Gold. Ah, hier ist wieder der Lava-Stream, wollte ich gerade sagen. Strom. Ist da? Das ist Sand. Ah, Quarz. Oh, ich bin so froh, den Overworld-Quarz eingefügt zu haben, ne? Dass wir da nicht ständig für den Nether besuchen müssen. Weil den Nether, zeige ich euch, wie es ist, das ist keine Dimension, in die ich gerne gegangen bin. Noch nie. Also wirklich noch nie. Auch wo noch keine Mods drin waren, bin ich da nicht gerne rein. Ist halt der Nether, ne? Also da braucht man jetzt nicht viel zu sagen. Der Nether ist halt... öde, finde ich persönlich, und langweilig. Erst recht, wenn man den schon tausendmal besucht hat für Quarz oder ähnliches. Oh, wie verstrickt diese ganzen Höhlen sind. Ach nee, von hier kamen wir gerade, ne? Oder besser gesagt, was heißt verstrickt, verzweigt. Und wenn davon nicht nur Mod-Sachen sind, sondern auch das Caves and Cliffs Update, was ja damals gekommen ist, dann Halleluja, dann haben sie aber wirklich viel gemacht an den Caves. Das könnt ihr ja sicherlich besser beurteilen. Ja, super, Samen, ja, toll, danke. Naja, Sand brauche ich jetzt nicht. Ah, hier hatten wir vorhin den Kampf, genau. Ja, dann sind wir jetzt hier wieder in der Sackgasse gelandet. Und da ich nur 3 Fackeln habe, will ich jetzt auch keine Fackeln mehr erstmal setzen, ne? Muss man ja auch mal so ganz klar sagen. Die müssen wir uns ein bisschen einteilen. Seelaterne, Prismarinkristall, okay. Leck after Leck. So. Ich glaube, ich sollte vielleicht jetzt mal wirklich zurückgehen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Irgendwie will ich noch weiter erkunden. Ich würde ja jetzt am liebsten euch fragen, aber... daran zu kommen... schwierig. So, jetzt habe ich schon kein Parry-Dog mehr.
Oh. Tuffstein, ja komm. Tuffi Tuff. Prismarinen kommen auch. Obwohl, hier hätte ich auch Pris. Ah, das ist der normale Prismarin ohne. Ja, ja, okay. Nee, nee, dann. Erde. Erde ist Schnuppe, haben wir eigentlich immer genug. Oder fast immer genug und können wir uns auch richtig easy wiederholen. So. Jetzt kommen wir hier an das Deep Slate Yellow Reed ran. Was ist das? Silbererz? Ja, komm. Ich will weiter erkunden. Also von... Ich hab echt keinen Überblick. Hm? Nein. Kannst du knicken. Ein Pilz. Violetter Schimmerpilz. Von Botania. Ah, alles voll. Immer ist das Inventar voll. So, 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 so. So, komm, die Tränke der Mana-Regeneration, die... Ich kann ja im Moment sowieso keinen Mana gebrauchen. Keine Mana-Regeneration, weil... was soll ich damit, ne? Ich hab noch nicht einen einzigen wirklichen Zauber gelernt. Haben wir hier schon? Ah, hier, ja, okay, okay, okay. Hier waren wir noch nicht. Uranium muss ich mitnehmen, sorry, aber ich glaube, das wird noch sehr, sehr wichtig bei Immersive Engineering, weil sonst wäre das nicht so tief. Ich meine, es kommt ja auch relativ häufig vor, häufiger als zum Beispiel Diamanten. Aber nichtsdestotrotz... Ach so, ah, okay, 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 da war das so, ah, alles klar. Wenn ich... Ist die wenigstens hierfür irgendwie... 5? Statt? 3, oder wie? Die ist ja so nutzlos. Da finden wir eine mit Glück und dann ist sie so nutzlos. Okay, ich würde sagen... Oh, Essenzbüsche. Sehr gut. Und wieso haben wir jetzt von den Essenzbüschen keine... Hm? Bin ich nur blind oder blöd oder bin ich beides? Wieso haben wir von den Essenzbüschen jetzt keine... Also manchmal, ne? Also manchmal. Naja, wenigstens haben wir die Essenzbüsche. Pflanzen wir die halt bei uns an. Hm. Deep Slate Quartz. Aber ich bin auch froh, dass dieses Deep Slate Quarz oder Quarz in so etwas größeren Vorkommen auch ist. Ähnlich wie im Nether. Wie kacke wäre das, wenn das nur für, weiß ich nicht. Wie viel für Purify? 3. Ja, gut, okay. Wie peinlich, sag ich jetzt mal, wäre das, wenn das nur 2 oder so wäre? Redstone Caves? Redstone habe ich eigentlich mehr als genug, denke ich. Also, anders. Vermute ich.
meine Vermutung. Ich will eigentlich jetzt nicht noch mehr Redstone. Am meisten will ich Quarz und EP, ehrlich gesagt. Hui. Moment. Habe ich gerade... Nein. Nein, nein. In die Redstone Cave, in der wir waren letztens, das war ja... Hui. Hab ich mich jetzt verjagt auf dem rechten Ohr, ne? Das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Ranger Skelett. Okay, den müssen wir irgendwie austricksen. Das scheint ein Boss zu sein. Wenn ein Skelett einen Namen hat und eine etwas größere Lebensleiste, dann kann das ja nur ein Boss sein, oder? Ah, okay, doch nicht. Aber das hat mich gerade voll erschrocken. Das ist scheinbar von oben irgendwo runtergefallen und der Sound, der dann gekommen ist, der hat mich gerade echt auf dem rechten Ohr böse erwischt. Ja, du kommst nicht an mich ran. Ah, wir müssen auch vor allem mal auf die verlängerten Arme skillen. Was möchtest du? Geh. Ich will dich nicht verletzen. Geh. Du brauchst nicht jetzt hier so rumcreepen. Geh, habe ich gesagt. Na, steht er jetzt immer noch hinter uns? Geh! Er hat nicht gehört. Ich habe ihn gewarnt. Ihr habt es mitbekommen. Mehrfach sogar. Und ich hatte erst keine Anstalten gemacht, ihn zu verletzen. Habt ihr auch gesehen. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe mich nur jetzt selbst verteidigt. Quarz. Ah, ja. Achso. Nein, nein, nein. Kann man aus diesen Blöcken irgendwas craften oder so? Oder rausgewinnen? Wahrscheinlich nur, wenn ich die crushe oder irgendwie so mit einem Mod. Dann bestimmt. Regions unexplored, okay. Eine riesige Höhle, ey. Und vor allem so krass miteinander connected. Platin, okay. Platin nehmen wir natürlich mit. Dein... Kollege Türhalter hier, Door, Uldor, der war gerade auch schon hier, geh weg. Spinny! Grüß dich! Hey! Okay, jetzt bin ich gerade froh, dass wir das geskillt haben. Denn sonst hätte der uns jetzt böse von hinten überrascht. Ach, geh doch nicht raus. So, so, so. Essenceberry Busch. Wie könnte ich wohl... Sind die anderen... Hä? Hatte ich nicht gerade 3 Stück auch schon gefunden oder 2? Sind die nicht stackbar? Doch, aber... Ja, okay. Dann ist da wieder mal irgendwas gerade gewaltig schief gelaufen. Viridium, okay. Die Mobdrops nehmen wir natürlich gerne mit. Deep Slate Uranium. So, ja, ich kümmere mich ja schon
Wieso hänge ich denn jetzt hier fest? Ich kümmere mich hier schon. Pyrospinne, aha. Die mag also Feuer, wie ich schätze. Feuerresistenz hatte sie sogar dadurch. Okay. Obal. Ich kann irgendwie nicht aufhören, hier weiter zu erkunden und Sachen mitzunehmen. Das ist unfassbar. So, ich trinke mal eben ganz kurz was. Gib mir eine Sekunde. Da. Na, komm, geh auf. Oh, ich hasse es, mit einer Hand zu machen. Oh nein, ich höre genau das. Oh. Das war unfair. Skelett, das war unfair. Dafür musst du jetzt büßen. Oh Gott, ich muss jetzt ganz schnell meine Flasche wegstellen. Und in dem Moment, wo ich sie zumachen und wegstellen wollte, ist mir auch noch ein Tropfen ins Auge gekommen. Oh. Und der brannte. So Cola-Tropfen im Auge, der kann ganz schön kurzzeitig brennen. Junge, 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 Junge. Oh, Skeletthausen hier, oder was? So, der ist weg. Du, mein Freund, du hast ja auch nichts zu suchen. Boah, da sind ja noch mehr. Oh nein, ist da ein Skelett? Skelett-Spawner? Ja, da ist ein Skelett-Spawner. Oh, shit. Kacke. Oh, von hinten jetzt auch noch. Nein. Nein, 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 nein. Das lasse ich jetzt nicht zu. Das lasse ich jetzt nicht zu. Aber cool, dass wir einen Skelettspawner gefunden haben. Ich muss langsam hier mal raus, ey. Oh nein. Ich muss noch ein bisschen was trinken. Oh. Und noch ein bisschen was essen. Komm, Herzen, füllt euch schnell auf. Los jetzt. Eins noch. So. Ha! Drüber! Okay. Einmal die beiden Truhen ordnen. Und jetzt habe ich... Oh, ich könnte auf jeden Fall jetzt schon mal auf Mobs schießen, weil ich gerade einen Bogen gefunden habe. Aber jetzt ist die Frage, habe ich noch Kohle dabei? Ja, hätte ich. Habe ich noch Stöcke dabei? Ja, hätte ich. Oh nein, wir können doch noch eine viel längere Tour machen. Lol. Glowstone Leggings? Okay. So. Jetzt mache ich mir erstmal ein paar Fäckelchen. Damit ich hier schnell ein bisschen ausleuchten kann und nichts Neues mehr nachspawnt. Uiuiui. Komm, den markieren wir uns trotzdem mal auf der Karte. Neu Skelett Spawner. Unter der Erde. So. Okay, jetzt können wir uns mal in Ruhe ganz kurz die Truhen angucken. Machen wir nach einem Cut. Ich glaube, das macht's jetzt, wäre jetzt sinnig. Dann haben wir gleich die Zeit, ganz in Ruhe einmal durchzugehen. Und dann würde ich sagen, bis Cutgar.